Moin Moin ihr Lieben, ja, heute geht es um Stände, aber um Seitenstände, damit wir uns richtig verstehen. Ja, den habe ich bestellt bei der Firma Kult Mopeds. Vielen Dank nochmal, oder viele Grüße gehen raus an Markus und Martin. Ja, ich habe noch eine schöne Unterlage gekriegt für die Mopeds. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe den aber ganz normal erworben, käuflich, das mache ich eigentlich immer. Ansonsten würde ich das kenntlich machen, aber ich habe den ganz normal bezahlt und möchte mein freies Urteil dazu bilden. Wenn das was taugt, taugt das was. Wenn nicht, gebe ich meinen Senf dazu ab. Ja, ich schwitze mir richtig einen ab. Ich habe heute schön Durstlöscher, also heute kann überhaupt nichts schief gehen. Und ja, wir werden uns heute mal den Seitenständer für die 1 und 2er Schwalbe anschauen und verbauen den auch am Fahrzeug. Ja, wir haben hier den Seitenständer für die 1 und 2er Schwalbe. Ich hatte mal einen gesucht, es gibt ja verschiedene auf dem Markt und ich wollte jetzt einfach mal gucken, einen haben, ja, den man eben komplett frei einstellen kann. Hier sind zwei Imbusschrauben und das ist welche Größe, ich glaube 4er, ne? Muss ich lügen, ja. Und hier kann man eben dann den Ständer komplett frei einstellen. Ich muss selber erst mal gucken. Hier sind einzelne Rasten und dann kann man das eben hier verstellen. Wir werden aber die tiefste Variante nehmen, weil das Moped ist ein bisschen tiefer gelegt. Also werden wir dazu machen. Hier zu sehen, ja, ist ein bisschen der Lack hier ab oder die Beschichtung. Ist ein bisschen ärgerlich. Gut, jetzt in unserem Fall sieht man nachher nicht, das geht. Gut, das bleibt wahrscheinlich nicht aus, aber ja, müsste man gegebenenfalls uns das untere Teil ein bisschen mit der Sprühdose nachlackieren. Ich weiß auch nicht, ob das eloxiert, scheint das nicht zu sein. Das ist wohl lackiert, so wie das aussieht. Ja, wir schrauben die mal wieder fest hier. Und dann werden wir das mal montieren auf der Grundplatte. Das finde ich eben auch ganz gut. Erstmal zwei Federn, das ist schon mal ganz cool. Der soll auch selber einklappen, sobald man das Moped hochsetzt. Klappt er selber ein, das ist natürlich auch gut. Kriegt man vielleicht sogar zugelassen oder eingetragen, weil das ist ein Muss dabei. Und viele bleiben einfach so. Wenn man dann natürlich irgendwie um die Kurve fährt oder so, bleibt irgendwo hängen, dann kann man sich böse aufs Maul packen. Ja, was ist noch dabei? Dann eben hier die Schraube für den Ständer selber. Und hier sind noch so Teflonscheiben bei. Finde ich ganz cool. Wird sicherlich dafür sein, um ein Spiel auszugleichen hier. Das schauen wir uns gleich mal an. Und um eben auch den Reibwert, ja, zu minimieren, denke ich mal. Dass das hier nicht auf oder Alu auf Metall reibt. Und dann irgendwann reibt sich das hier auf und dann jackelt der ganze Ständer. Hier auch finde ich auch schön, dass es eine komplette Grundplatte ist. Ja, gibt erstmal eine mega Stabilität, auch am Fahrzeug nachher, dass ihr dann sicheren Halt habt mit dem Ständer. Ja, das schaut erstmal alles sehr gut aus. Das scheint hier pulverbeschichtet zu sein. Ja. Macht einen hochwertigen Eindruck, ist vernünftig. Auch hier schön massiv, ne, auch für den Federn hier finde ich, auch optisch finde ich das eigentlich ganz cool gelungen. Und ich wollte das gerne schwarz haben, warum, das werdet ihr gleich sehen. Muss man hier abwischen, ein bisschen fettig alles. Das werdet ihr gleich am Fahrzeug sehen, warum schwarz. Und ja, wir montieren ihn jetzt mal vor. Und wichtig, besorgt euch so einen Haken hier. Immer ganz cool, für nachher für die Federn. Zum Einhaken. Ich gucke mal, ob es den bei Kult Mopeds im Shop gibt. Da packe ich euch auch in die Videobeschreibung unten den Link zum Seitenständer rein. Wenn er denn was taugt, das werden wir gleich noch sehen. Aber das denke ich schon. Und da packe ich euch auch einen Link zu rein für den Haken hier. Ja, wir wollen mal sehen, dass wir das jetzt hier montieren. Ich werde mir hier mal so ein bisschen Fett mal nehmen und hier die Flächen ein bisschen einfetten hier. Beide Seiten hier. Dann setzen wir uns da diese Teflonscheiben hier an.
Ich mache erstmal nur zwei und dann die anderen versuche ich dann gleich da reinzuschieben von der Seite. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, der Ständer sitzt so, das heißt, der muss so ran. Ja, ich werde das mal hier so reinsetzen. Oh, ist gar nicht so einfach. So, ich mache das mal andersrum. Und zwar so, jetzt kurz gucken. Ja, das ist richtig. So, dann setzen wir uns den mal hier so an und schieben, ich mache hier auch noch mal ein bisschen Fett drauf, schieben uns gleich diese Teflonscheiben schieben wir gleich dazwischen. Das schaut aber ganz gut aus, dass wir da zwei Stück reinkriegen. So, mal sehen, dass die eine nicht wegflutscht. Und einen kleinen Schraubenzieher hier nachhelfen. So, das sieht ganz gut aus. Dann werden wir hier die Schraube mal reinsetzen. Ah, warte mal. Ah, das von oben rein. Weil unten ist noch ein Gewinde. Dann hoffe ich, oh, das passt aber richtig schön stramm da rein. Dann müssen wir hier die andere Scheibe nochmal zwischenkriegen irgendwie. Na komm. Hier im Schraubenzieher so ein bisschen rein. Ist ein bisschen tricky, aber man kriegt es hin. Jetzt sollte das passen. Dann muss man so ein bisschen mit der Schraube so ein bisschen die Teflonscheiben so ein bisschen hinjackeln. Aber dann funktioniert das. Wie ihr seht, andere Seite sitzen die auch. Ja, ja, dann werden wir jetzt mal die Schraube hier reindrehen. Und die andere, oder die Mutter nachher, die ist zum Gegenkontern. Das sieht gut aus. Aber ich finde das auch ganz cool mit den Teflonscheiben, muss ich sagen. Weil es gibt viele Varianten, da wackelt nachher alles rum. Und man kann jetzt schon sehen, das ganz, ganz minimal Spiel. Wir können hier nochmal ein bisschen fester ziehen. Und dann kontern wir gleich. Ja, jetzt ist das Spiel frei. Ja. Das sieht top aus. Gefällt mir schon mal. Ein bisschen das Fett wegnehmen. Aber macht einen sehr guten Eindruck. Dann werden wir jetzt hier die selbstsichernde Mutter darauf drehen. Hinten gegenhalten, dass sich das nicht noch weiter verdreht. Dann ziehe ich die hier einmal an. Und dann sind wir auch schon gleich bereit, um ans Fahrzeug zu gehen. So, die anziehen. Mal gucken, ob er vernünftig funktioniert. Jo. Und jetzt können wir die Federn einhängen. Jetzt seht ihr auch gleich, was ich meine, von wegen hier mit dem Haken. Ja, das geht nämlich ganz, ganz schön. Jetzt muss ich mal sehen, wie rum ich die mache. Das ist eigentlich egal. Machen wir jetzt so rum. Und dann könnt ihr hier die Federn schön einhaken. Ohne, dass euch die Finger hier blutig rammt, irgendwie mit einer Zange oder so. Zack. Das war's. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wir werden mal schauen, ob der von alleine einklappt. Sieht gut aus. Jo, das sieht schon mal nice aus. Ja, wir gehen jetzt mal zum Fahrzeug. Zu der Schwalbe. Das ist eine 1er Schwalbe. Und da bauen wir das gute Stück mal an. Und schauen uns dann an, wie das alles passt. Und wie die nachher auch steht auf dem Ständer. Ja, das ist das Fahrzeug, 1er Schwalbe, und jetzt seht ihr auch, warum schwarz, weil der Auspuff und so weiter ist auch schwarz, und die gehört einem Kollegen von mir, und der wollte eben auch gerne Seitenständer haben und das Ganze auch eben in schwarz, deswegen auch der Seitenständer in schwarz. Gut, man hätte jetzt matt nehmen können, aber die Felgen sind auch ein bisschen glänzend, deswegen passt das wieder. Sonst müsste man den nochmal geben, falls nochmal pulvern, aber das ist schon alles okay so. Ja, wir schrauben mal Trittbrett ab und dann montieren wir das gute Stück. Was sagt ihr eigentlich zu meinen schönen neuen Blumen hier? Die habe ich heute bepflanzt, hier die Kübel. Hübsch, oder? Ja, an mir ist wohl ein Gärtner verloren gegangen. Nee, Spaß beiseite. Wieder zum wichtigen Teil. Wir werden jetzt loslegen, dass wir einmal das Trittbrett abbauen. Ja, die schöne Matte hier, du, die ist echt schön, du, von Colt Moberts. Ich glaube, die gibt es auch im Shop, bei dem müsst ihr mal gucken. So zum Schrauben oder in der Wohnung. Ich habe ja auch meine Mopeds einen Teil in der Wohnung stehen. Ist natürlich dann ganz cool, ne? Wenn man so eine Unterlage, so einen Teppich da hat fürs Moped. Finde ich schock.
kann man machen. Wir müssen jetzt hier gleich mal gucken, ob die Schrauben von der Länge her passen oder ob die eben zu kurz sind. Das weiß ich nicht. Hier sind schon andere Schrauben drin, weil hier sind ja andere Trittbretter dran. Da vielleicht nochmal Tipp an die Firma, dass man vielleicht nochmal Schrauben damit zuliefert in einer anderen Länge. Weil wir haben ja das Problem, dass das, das Trägerblech, also hier, dass das ja eben, was hat das, ja, 4 mm Stärke, dass das ja nochmal aufträgt. Das heißt, die Schrauben müssen dann eben auch in dem Fall eben länger sein. Aber wir gucken mal, ich habe sonst welche da, das ist nicht das Problem. Aber wir gucken mal, ob die hier reichen, weil hier sind schon längere drinne. Und wir gucken mal, ob das hiermit so funktioniert. Oder ob wir da gleich andere Schrauben brauchen. Das werde ich gleich sehen. Könnte aber gut funktionieren so. Das war die erste Pfanne. Und jetzt kommt die nächste. Ja, mit dem Tunnel, das passt auch meistens nicht so richtig. Ne? Ich sehe hier vorne gerade, dass das nicht so schön ist hier. Das werden wir nachher nochmal gucken, ob wir das irgendwie noch besser hinkriegen. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal hier. Ja, das ist auch, ist hier gebrochen. Ach du Elend. Daniel, was ist denn hier los? Und hier ist ja noch die Geschichte von unserer Tour. Da mussten wir nachhelfen mit Cola-Dose. Nur hier ist deine ganze Aufnahme ist hier gebrochen. Heilige Maria. Weil der gute Mann, der wiegt nämlich über 100 Kilo. Weiß nicht, ob er hier mehr drauf rumspringt auf dem Teil. Ich weiß das auch nicht, was die Leute mir machen. Werde ich nachher erstmal nochmal Schweißgerät ansetzen und hier nochmal nachschweißen. Aber erstmal bauen wir den Seitenständer an. Ah, Durstlöscher. Feine Sache. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, ob das hier passt. Mit den Löchern. Ja, das passt. Ja, das da hinten müssen wir anbrutzeln neu. Das nützt nichts. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das hier mit den Löchern oder mit den Schrauben funzt. Jetzt natürlich ein bisschen doof, dass hier abgebrochen ist. Das muss ich mal sehen, das ist das. Ja, das passt. So, gucken die Länge, ob das funktioniert. Ich werde den mal ganz kurz hier mal. Oh, erstmal vorne. Das ist natürlich doof, dass das jetzt da gebrochen ist. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Und dann muss ich nachher die Schweiß-Maria anorgeln und da mal entlang brutzeln. Weil am Wochenende haben wir eine Tour und dann möchte er sicherlich fahren. Deswegen muss ich das auf jeden Fall da bis dahin noch wieder repariert haben. Ja, das kriegen wir hin. Ja, bisher Löcher passen. Jetzt muss ich noch mal schauen. Hier hinten die Schraube. Ob das reicht von der Länge? Ich muss hier noch Akrobatik machen hier. Aber das sieht gut aus. Das reicht von der Länge. Wie gesagt, ich hatte da schon mal andere Schrauben reingemacht. Aber es kann natürlich in eurem Fall sein, dass ihr da komplett andere Schrauben braucht. Das weiß ich nicht. Da müsst ihr dann mal gucken bei euch, wie lang die sind. So, hier passt das auch. Das reicht. So, dann werden wir die mal anziehen und dann begutachten wir das Ganze mal. Ist natürlich jetzt blöd, dass es hier hinten gebrochen ist, weil ich jetzt nicht weiß, ob das dann richtig hält. Gut, da kann der Ständer jetzt nichts für. Das müssen wir dann eben nachschweißen. Oh, bisher bin ich super zufrieden damit. Sehr passgenau. Auch die Schraubenlöcher, das passt alles perfekt. Da kann man nicht knurren. Und ihr seht ja, der Einbau ist echt fix gemacht. Das geht rucki zucki. So, hier nochmal nachziehen. Und hier hinten noch einmal. Gut, das war's. Ja, schauen wir uns das mal an, wie das gute Stück damit steht. Ja, hier müssen wir natürlich gucken. Das werde ich
noch repairen. Aber wichtig ist ja, dass das erstmal passt. Ja, wir werden das Moped mal auf die Seite legen. Ja, wie ihr sehen könnt, steht das Ding wie Bock. Schön stabil. Also das ist echt top. Kann ich echt nur wärmstens empfehlen, den Ständer. Den Seitenständer. Einbau ging ja auch flott. War wirklich fix gemacht. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich für Dämpfer drin habe, aber die ist, ihr seht das ja, relativ tief und kommen wir super mit hin. Und hier habt ihr ordentlich Möglichkeit, das nur einzustellen, wenn das Fahrzeug eben höher ist. Also das finde ich eben auch gut, dass man das hier individuell einstellen kann. Und dass hier unten auch am Fuß noch so eine Kunststoffunterlage unter ist. Das finde ich auch gut, dass er nicht so schnell einsackt, dass man hier am Fuß unten eine schöne Auflagefläche hat, weil einige sind unten so klein. Wenn man dann mal irgendwo ein bisschen weichen Untergrund hat, dann sackt das Ding natürlich schnell ein. Aber das ist alles top. Ja, und jetzt wollen wir noch mal testen, ob da auch einklappt, wenn wir das Moped aufrecht stellen. Noch ist er kalt, dann geht er. Wenn es näher warm wird, dann schmeckt er auch nicht mehr. Ja, wir kippen das Moped mal in die andere Richtung und wollen mal schauen, ob er von alleine einklappt eben. Ja, super. Funktioniert. Also würde man das Ganze wahrscheinlich auch abgenommen kriegen. Das dürfte kein Problem sein. Das müsste hinhauen. Ja, dann war es das hier heute mit dem Seitenständer. Das wollte ich euch einmal kurz zeigen, weil ich finde immer so eine Sachen, so eine Produkte echt cool. Und wenn die was taugen, dann zeige ich das gerne mal. Ja, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ne, Link dazu packe ich euch unten rein in die Videobeschreibung. Wie immer Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke drücken und bis zum nächsten Mal. Ach so, und an die Leute, MTX-Motoren und hin und her, es kommen die nächsten Videos. Keine Angst. Nur wir haben echt viel zu tun, oder ich. Und ja, muss eben alles immer ein bisschen switchen und gucken, dass ich für alle was mache. Und MTX kommt auch demnächst. Macht's gut. Tschüss, tschüss.